Es ist 18 Uhr. Herzlich willkommen zu RON TV an diesem wunderbar sonnigen Freitag. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Und einschalten lohnt sich auch heute wieder. Und warum? Das sagt Ihnen Chrissy. Genau. Mode, die kommt ja meistens aus Paris, Mailand oder New York. Und ich verrate Ihnen so viel, die kommt jetzt auch aus der Pfalz. Und zwar von ganz besonderen Designern. Das ist ein Thema bei uns. Dann im Sport schauen wir darauf, was hier sportlich in der Region so los ist. Und zwar in unseren V-Tipps. Und wir waren auf Rondtour. Und ich sage Ihnen so viel, es ging diesmal sogar ins Ausland. Wohin? Das erfahren Sie jetzt hier bei RON. Vor gut einem Jahr ist die Stadt Heidelberg eine Sicherheitspartnerschaft mit dem Land Baden-Württemberg eingegangen. Und heute hat die Stadt zusammen mit Innenminister Thomas Strobel und Oberbürgermeister Dr. Eckhard Würzner eine Zwischenbilanz gezogen. In allen baden-württembergischen Großstädten ging die Gesamtzahl der Delikte zurück, nur in Heidelberg nicht. Insbesondere bei Raub und gefährlicher Körperverletzung ist die Zahl dort im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf gut 400 Fälle gestiegen. Auch die Zahl der Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen ist mit 160 Fällen um mehr als 30% gestiegen. Positiv dagegen ist, dass es im Bereich der Eigentumskriminalität deutliche Rückgänge gibt. Das heißt vor allem, die Zahl der Wohnungseinbrüche ging stark zurück. Ja, und Innenminister Thomas Strobel ist mit einem Jahr Sicherheitspartnerschaft relativ zufrieden. Nach einem guten Jahr ziehen wir jetzt eine erste Zwischenbilanz und wir können sagen, Heidelberg ist sicherer geworden. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Heidelberg und dem Land Baden-Württemberg zeichnet sich aus. Wir machen durch eine intensive polizeiliche Arbeit, die wir eng mit dem Rathaus in Heidelberg abstimmen, Heidelberg Stück für Stück zu einer sicheren Stadt. Und auch mit Oberbürgermeister Dr. Eckhard Würzner konnte meine Kollegin Lena Wollny über die Sicherheitslage in Heidelberg sprechen. Herr Dr. Würzner, jetzt sind die Kriminalstatistiken veröffentlicht worden. Heidelberg hat eine relativ schlechte Bilanz. Wie beurteilen Sie das Ganze? Also grundsätzlich ist es so, dass Heidelberg von der Kriminalitätsstatistik auf ein Niveau gekommen ist, was nicht mehr akzeptierbar war. Deswegen haben wir die Sicherheitspartnerschaft auch mit dem Land so eingefordert. Ich bin froh, dass auch das Land diese Sicherheitspartnerschaft eingegangen ist. Wir haben jetzt deutlich mehr Personal, wir haben selbst deutlich mehr Kriminal, also KOD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draußen vor Ort im Einsatz. Wir haben vieles gemacht und die Statistik gibt uns recht. Wir haben Erfolg, die Zahlen sind rückläufig. Die Gesamtstatistik, das muss man allerdings dazu sagen, ist immer etwas verfälscht, dadurch, dass wir das Ankunftszentrum haben. Und das Ankunftszentrum hat sehr viele Melde- und Asylverfahrensdelikte. Die spiegeln sich auch in der Statistik wieder. Deswegen sind wir auf einem so negativen Niveau. Wenn man das rausrechnet, sind wir noch nicht da, wo wir wollen, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Jetzt gilt ja die Stadt Mannheim sehr als rau, als mit vielen Delikten. Und Heidelberg scheint sich immer mehr anzunähern. Was sehen Sie da für Gründe? Also wie beurteilen Sie das? Also wichtig ist, was für Delikte entstehen. Meldeverstöße ist für die Bevölkerung erstmal völlig unerheblich. Was wichtig ist, ist, dass das Thema Diebstähle, Einbrüche, Kfz-Diebstähle und vor allem auch Gewaltdelikte auf der Straße, dass die rückläufig sind. Da haben wir Erfolge erzielt. Das ist auch ganz wichtig. Deutliche Reduzierung auch der Einbruchssituation in Heidelberg, deutliche Reduzierung bei den Kfz-Diebstählen und im Bereich der Gewaltdelikte ist es wichtig, dass auch Täter ermittelt werden. Das war jetzt auch gerade in einem Sonderfall jetzt der Fall, Täter sind alle ermittelt worden, sind in Haft. Das ist auch ein wichtiges Signal. Wie ist das Sicherheitsgefühl allgemein hier? Haben Sie das Gefühl, die Bürger müssen sich in Heidelberg unsicher fühlen? Nein, also sie sollen sich sicher fühlen und dafür müssen wir auch Sorge tragen. Deswegen ist es auch ein wichtiges Thema. Deswegen brauchen wir auch genügend Einsatzkräfte, gerade bei der Polizei und jetzt auch über den KOD. Das ist eine Grundvoraussetzung. Dafür haben wir lange gekämpft. Das Land hat entsprechend reagiert. Und das Grundempfinden ist natürlich, Mensch, ist das eine super friedliche Stadt, unglaublich attraktiv, unglaublich friedlich. Das ist sie auch. Trotzdem, genau weil sie in so einer Situation bleiben wollen, müssen sie viel dafür tun, dass es so bleibt. Herr Dr. Würzner, vielen Dank für das Interview. Gerne.
Und wir machen weiter mit einem ganz anderen Thema. Sie können es ja sehen, ich habe mich gerade umgezogen, denn in unserem nächsten Beitrag geht es um diese Pullis hier. Schauen Sie mal, die haben einen ganz besonderen Aufdruck, nämlich zwei Schorlegläser. Naja, die sehen nicht nur gut aus, die sind auch noch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes, denn designt wurden sie von Schülern aus Frankenthal. Unsere Reporterin Natalia Höppner dürfte sich jetzt mal angucken, wie die Dubbe-Klamotte produziert werden und wie sie ankommen. Na, was verbinden Sie mit einem Dubbe-Glas? Ja, große Doscht. Pfälzer Schüler sehen darin aber mehr als nur ein Weinglas. Im Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal hängen normalerweise, ja richtig, die Klamotten von Albert Einstein rum. Aber jetzt kommt frischer Wind rein und zwar die Dubbe-Klamotte. Die hängen jetzt hier rum. Was Anfang des Jahres mit einer Schnapsidee begann, ist heute eine richtige Schülerfirma. Und da wird sich, wie man es eben in einem Unternehmen macht, auch immer wieder gemietet. Okay, wie viele Personen? 10 Leute ungefähr. Hm, und die würden halt zwischen 10 und 20 Trikots bestellen. Die einzelnen Schüler der Jahrgangsstufe 11 bis 13 bringen ihre Stärken ein. Einzigst ihr Lehrer begleitet sie als eine Art Berater. Die machen eben sehr viel selbstständig, die lernen sehr viel dabei, sie lernen viel über das richtige Leben. Sie müssen eigentlich alles selbst gestalten, alles selbst planen. Und wie üblich bei einer Firmengründung stand am Anfang auch erstmal nur die Idee. Am Anfang haben wir uns einfach hingesetzt und ausprobiert. Also wir haben ganz viele verschiedene Designs halt so entworfen. Raus kam dann der große Dorscht und der kleine Dorscht. Zwei Designs, einmal mit einem großen Dubbe-Glas und einem kleinen. Wir haben erstmal Umfragen durchgeführt, vor allem hier in der Schule, aber auch in der Umgebung. Und da waren die Ergebnisse sehr eindeutig, dass die Leute viele neutrale Farben angesprochen haben. Das Erfolgsgeheimnis hinter der Klamotte scheint so simpel wie genial. Wir werden oft von Leuten angesprochen, auch viele ältere Personen, die sich halt eben auch mit der Pfalz identifizieren. Und ja, die finden es ganz toll, dass sich Schüler für sowas einsetzen, damit die Heimatverbundenheit wieder so ein bisschen hervorgetragen wird. Wir hören uns selbst um. Kommt das Gläschen auf den Pullis an? Wenn wir Strohfest haben oder irgendwo ein Weinfest oder was, wäre ich der Erste, der sowas tragen würde. Ja, ich würde die auf jeden Fall tragen, weil die sind aus der Pfalz. Und dann hat man so ein Heimatgefühl, wenn man die trägt. Ich bin selber in Spanien, aber trotzdem, in der Pfalz will ich mich wohl und sage, du bist Glas. Da ist man überall dabei. Wichtig ist den Schülern außerdem noch, dass ihre Klamotte fair gehandelt wird. Bestickt werden sie übrigens hier, in der Frankenthaler Stickereimanufaktur von Brumi Ballas. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, im Onlineshop finden sie alle Designs ab 24,90 Euro in den Größen XS bis XXL. Der Gewinn fließt übrigens in wohltätige Zwecke. So, und ich habe mich nochmal umgezogen und ich habe Besuch bekommen von Marcin Marcinkowski, Trendexperte vom EC Europa Campus hier in Mannheim. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben es gesehen, das sind wirklich tolle Pullis. Die könnten ja, wenn es gut läuft, auch ein echter Trend werden. Was muss aber denn passieren, dass es auch so kommt? Welche Faktoren sind wichtig? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht sollten wir zunächst einmal definieren, was versteht man unter Trend. Denn umgangssprachlich verwechseln wir meist oder ganz oft Trends mit Moden. Ja? Also die Fachleute unterscheiden da auch noch zwischen Trends, Megatrends und Metatrends. Das wäre jetzt aber zu akademisch. Wichtig ist aber trotzdem die Unterscheidung zwischen einer Mode, ja, die ein, zwei Jahre lang anhält, und einem Trend, der schon 3, 4, 5 bis 10 Jahre anhalten sollte. Aber tatsächlich liegen die Schüler mit ihrer Bekleidung, liegen mit ihrem Label voll im Trend, denn es gibt in dem Fall eben auch einen Metatrend der Regionalisierung. Ja, Fachleute sprechen auch von einer Glokalisierung, nämlich aus einer Verschmelzung, Gleichzeitigkeit von Globalisierung und Regionalisierung, ja, indem ja, die staatlichen Strukturen in supranationale Strukturen, wie im Falle der EU, übergehen, sehnt man sich nach einer lokalen, nach einer regionalen Identität. Und deswegen liegen ja, die hier gezeigten Designer, die Schüler, liegen also schon voll im Trend, muss man sagen. Ja. Da muss ich noch mal nachfragen. Es gibt ja einen Unterschied, ob jetzt ein Trend global ist oder ob er sich zum Beispiel auf eine Region bezieht, wie hier bei uns mit, ja, mit den Schorlegläsern. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, es gibt regionale Trends, wie zum Beispiel, wie wir sie aus der Gastronomie kennen. Ja, im Bereich, ja, hier, die Pfalz ist ja auch bekannt für einige Spezialitäten. Ja, in der Mode haben wir das zum Beispiel bei den Trachten. Und hier haben wir das jetzt eben bei einem Modelabel, wobei da natürlich auch schon natürliche Grenzen dem Ganzen gesetzt sind. Denn wahrscheinlich, so ist zu vermuten, oder würde man meinen, jemand in Hamburg, der jetzt keinen Bezug zu Pfalz hat, wird das so schnell jetzt nicht anziehen. Aber für eben ja, Käufer aus der Region kann das mit Sicherheit, wenn es denn
langfristig. Ja, das Problem ist auch immer die Langfristigkeit. Wenn sich das langfristig entwickelt, kann das mit Sicherheit auch zum Trend werden. Ja. Kurze letzte Frage. Die Frankenthaler Schüler machen ja schon eine Menge richtig. Was müssen sie denn noch tun, damit es so richtig durch die Decke geht? Ja, zunächst einmal zu Trends muss man sagen, die Steuerungsmöglichkeiten bei Trends sind umstritten, inwieweit das überhaupt möglich ist. Was braucht man, um Trends zu steuern? Ja, man braucht sogenannte Trendsetter. Das wären zum Beispiel Influencer und Celebrities. Ich könnte mir vorstellen, ja, bei dem Label würde vielleicht Daniela Katzenberger wäre ein passender Celebrity. Die kommt ja sogar von hier, genau. Vielleicht sollte man ihr das Vielleicht sollte man dir das mal vorschlagen. Wir haben uns leider ein bisschen verquatscht, aber ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren. Wir haben viel gelernt. Vielen Dank für die Einladung. Und deshalb geben wir jetzt direkt ab zu den weiteren Nachrichten des Tages in der Zusammenfassung. Die kommen heute von Ricarda Menges und Sven Matzikowski. Weniger Arbeitslose. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Arbeitssuchenden wieder knapp unter die 100.000er-Grenze gefallen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um gut 4% und der niedrigste Stand in diesem Zeitraum seit 1992. Auch in Baden-Württemberg gingen die Zahlen zurück. Die Arbeitslosenquote sank von 3,2 auf 3,1%. Dabei sind besonders Langzeitarbeitslose und Ältere wieder zurück ins Berufsleben gekehrt, so die Bundesagentur für Arbeit. Günstiger Wohnraum. Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz hat heute den Spatenstich für 82 neue Wohnungen auf dem Franklin-Gelände gesetzt. Das Projekt geht von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GBG aus und bietet wegen der Förderung Wohnungen zu einem geringeren Mietpreis als üblich. Das heißt Wohnungen mit einem maximalen Mietpreis von 7,50 Euro. Das Projekt hier wird 82 barrierearme Wohnungen haben. Alle mit Balkon oder einer Terrasse. Also ein ganz wichtiges Projekt natürlich für unseren Wohnungsmarkt und für die zukünftigen Mieter. Im Schnitt liegen die Preise in Mannheim aktuell bei gut 10 Euro je Quadratmeter. Die ersten Einzüge sind im Frühjahr 2021 geplant. Keine Demos in der Unterrichtszeit. Das fordert die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann im Zuge der immer freitags stattfindenden Klimademos Fridays for Future. Wer Klimaschutz ernst meint, kann das auch außerhalb der Schulzeit machen. Wir müssen dazu Maß und Mitte zurückfinden, so Eisenmann. Außerdem hat sie die Schulen aufgefordert, das Thema Klimaschutz vermehrt im Unterricht zu behandeln. Ordnungsgelder für das Fernbleiben sind aber weiterhin kein Thema. Und eine kurze Meldung haben wir noch. Die Drogeriemarktkette DM ruft momentan Produkte von der Firma Babylove zurück. Um welche es da genau geht, das haben wir online für Sie zusammengefasst. Also schauen Sie da gerne mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Ja, und damit sind wir auch schon beim Sport, denn natürlich haben wir heute auch wieder die Sporttipps zum Wochenende für Sie vorbereitet. Aber dieses Mal werden unsere Reporter Romina Thieme und Tobias Becker Ihnen nicht einfach nur zeigen, was in der Region los ist. Sie haben sich direkt ein richtiges Duell geliefert. Wink, Rink, Wink, Reindl. Den Sport präsentieren die Autohäuser. Rink, Weindl. Vor 4 Jahren das letzte Mal intensiv Sport gemacht, also schon einige Zeit her. Aber ich war damals eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Dann lass uns das testen. Unser erster Tipp, man sieht es schon, Pferderennen. Und zwar auf der Rennbahn des Badischen Rennvereins in Mannheim-Seckenheim. Und Sonntag, 13 Uhr geht's los. Wir haben ja gesagt, wir machen einen Wettkampf, ja, Romina gegen mich. Und den machen wir hier im Rennstall Klein reiten. Ja, ich spüre schon Rominas Atem in. Ach so, ist nicht deiner. Gut, also los geht's. Und weil unser Reporter direkt vom Pferd gefallen ist, zeigen wir ihn lieber direkt die Profis. Tobi, bei mir hat alles geklappt. Super. Sehen wir uns am Sonntag ab 13 Uhr auf der Seckenheimer Rennbahn, okay? Ab 11 Uhr finden am Samstag hier am Olympiastützpunkt in Heidelberg die para-internationalen deutschen Meisterschaften im Judo statt. Und zwar der Männer und Frauen. Und das bedeutet Weltklasse-Judo. Denn da sind zum Beispiel paralympische Teilnehmer dabei, aber auch Weltmeister. Und da wird einiges geboten. Und das ist auch unser zweiter Wettkampf heute. Judo. Geht's jetzt endlich mal los? Du hast sowieso keine Chance.
Natürlich sieht Judo etwas anders aus. Bei den Profis, wie hier im Bild, das Zweitligateam der Judo-Fighters Rhein-Neckar, entscheidet ein kleiner Fehler über Sieg und Niederlage. Bei dem Event morgen am Olympiastützpunkt geht es dazu noch um sehbehinderte Judo-Kämpfer auf internationalem Spitzenniveau. Hochklassiger Sport, Top-Athleten und das direkt vor der Haustür. Los geht's um 11 Uhr. Can't touch this. Am Samstag 19.30 Uhr, auch am Olympiastützpunkt in Heidelberg, spielen die MLP Academics Heidelberg. Und zwar das letzte Spiel der Regular Season gegen Phoenix Hagen. Da geht es dann unter anderem auch darum, in den Playoffs den Heimvorteil zu kriegen. Und das ist dann auch unsere dritte Challenge. Es steht ja momentan 0-2 aus meiner Sicht, aber einen Punkt hole ich. Und für dieses Spiel habe ich mir natürlich einen Joker geholt. Dan Oplen, viel Spaß, Tobi. Oder auch nicht. Es könnte die beste Saison der Geschichte der MLP Academics Heidelberg werden, aber dafür müssen sie gegen Phoenix Hagen gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Je nachdem, wie es läuft, ist von Platz 2 bis 6 alles drin und das kann entscheidend für die anstehenden Playoffs sein. Heißt, mehr Spannung vor der K.O.-Runde geht nicht. Tip-Off ist morgen um 19.30 Uhr. So, Sie haben es ja jetzt gesehen, am Wochenende erwartet Sie einmal die Pferderennbahn. Judo und Basketball. Und du, Tobi, du gehst jetzt rein und noch mal trainieren. Wein doch nicht. Wein doch nicht. Den Sport präsentierten die Autohäuser Renk Weindl. Auf unseren Rondtouren haben wir schon ziemlich viele schöne Fleckchen entdeckt. Wir haben interessante Menschen kennengelernt und vor allen Dingen eine ganze Menge über unsere Metropolregion gelernt. Ja, und bei der heutigen Rondtour, da wagen wir mal ein echtes Experiment, denn wir haben unsere Reporterin Darlene über den großen Teich nach New York City geschickt. Und ihre Aufgabe war die, vor Ort die Ron-Region finden. Und das war gar nicht so einfach. Rontour präsentiert von Aleco, alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco. Heute also die Ron-Region in New York City entdecken. Ich weiß nicht, ob das so eine leichte Aufgabe ist, denn bisher hatte ich den Eindruck, dass hier alles ganz schön amerikanisch ist, wie diese riesige Coke, für die ich nur $1 gezahlt habe. Also ich habe bei meiner Ankunft so einen Stadtplan hier bekommen, aber ganz ehrlich, da erkennt man nicht wirklich viel drauf. Ich habe zwar ein Little Italy gefunden und ein Chinatown, aber Deutschland scheint hier noch nicht vertreten zu sein. Also werde ich mich jetzt erstmal im Internet schlau machen. Bei meiner Recherche werde ich schnell fündig und stoße auf Kleindeutschland. Das soll ein Stadtteil von New York gewesen sein, den es heute aber nicht mehr gibt. Allerdings gibt es einen Verein, der sich mit der Geschichte dieses Stadtteils auseinandersetzt. Und mit der Vorsitzenden davon treffe ich mich jetzt. Wir haben uns verabredet und das hier ist ihre Adresse. Ich bin mal gespannt, ob ich das finde. Nur zur Veranschaulichung, in New York leben derzeit mehr als 8,6 Millionen Menschen. Allein der Stadtteil Manhattan misst schon 59 Quadratkilometer. Das sind mehr als 8000 Fußballfelder. Es ist also durchaus eine Herausforderung, hier den Überblick zu behalten. 133 East an der 84. ist mein Ziel und ich scheine schon ganz in der Nähe zu sein. Also jetzt sind wir an der 82. Vorhin sind wir an der 81. vorbeigelaufen. Das heißt, ich denke noch zwei Blocks in die Richtung und dann sollten wir schon da sein. Und irgendwie kommt mir dieses Straßensystem aus Zahlen und Buchstaben doch bekannt vor. Also bin ich diese Straße lang. Hier ist P, da drüben ist Q. Weil ich so klug bin, habe ich jetzt mal kombiniert. Da drüben müsste L sein. Okay, 125, 128. Hier muss es eigentlich irgendwo sein. Ich bin verwirrt. Da ist nämlich M6 und hier ist L10. P7, W57, O6, E81, M1. Was meiner Kollegin Luisa schon in Mannheim aufgefallen ist, entdecke ich auch in New York.
Beide Innenstädte sind quadratisch aufgebaut und nummeriert. Und da Mannheim älter als der New Yorker Stadtteil ist, munkelt man sogar, dass die deutsche Stadt Vorbild für die amerikanische war. Das viele Laufen hat mich mittlerweile ganz schön hungrig gemacht. Thanks. Tja. Also nicht nur die Straßen sind Mannheim ziemlich ähnlich, es gibt hier sogar Brezeln. Das fühlt sich doch schon ziemlich heimisch an. Nach der kurzen Stärkung schaffe ich es dann tatsächlich an mein Ziel. Hi. Hi, hello. I'm Darlene. Oh, I'm Kathy. Hi, Kathy. Nice to meet you. Welcome. Can we come in? Yeah. Yeah, thanks. Bitte. Was Kathy uns erzählen wird, das sehen Sie in Teil 2 der Rondtour in New York. Ja, tolle Bilder, die Darlene uns da mitgebracht hat. Und das Schöne ist, es gibt noch viel mehr davon. Die zeigen wir Ihnen gleich in Teil 2 unserer Rondtour. Vorher geben wir aber kurz ab in die Pause. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben. Willkommen zurück. Unsere liebe Kollegin Darlene Jonasson ist auf Ron-Mission in New York. Und bisher haben wir gelernt, dass die Stadt sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit Mannheim hat. Aber sie hat sogar noch ein bisschen mehr Ron gefunden. Schauen Sie mal. Catherine Jolovich wohnt schon seit mehr als 50 Jahren in ihrem kleinen Apartment in Manhattan. Sie ist hier in New York aufgewachsen. Als sie noch ein Kind war, lebten hier viele Deutsche. Die Leute, die haben nur Deutsch gesprochen. Und die Leute, die gehen rum mit Lederhosen und Dündel. Das hört sich ja eher bayerisch an. Kann Kathy mir auch dabei helfen, die Rhône-Region hier zu finden? Sie hat einen Tipp für mich, aber dafür müssen wir ein Stückchen laufen. Little Finland was here, that was where... Also hier war Klein-Finnland. Da waren meistens die ganzen Matrosen. Und hier gab es so viele kleine Geschäfte und noch so viel mehr. Und ach, und Weihnachten. Weihnachten war für mich immer wie ein Besuch im Disneyland. Christmas was my Disneyland. Diese ganzen Dinge gibt es heute nicht mehr. In den 50er Jahren wurde hier alles abgerissen und neu gebaut. Fast alles. Zwei deutsche Geschäfte gibt es noch. Eins davon ist der Metzger Schaller und Weber, bei dem Kathy gerne einkaufen geht. Zwei Weißwürste, bitte. Ach, ich nehme doch vier. Und dann schafft Kathy es, mich binnen weniger Sekunden voll in die Rhône-Region zu bringen. Direkt neben der Metzgerei ist ein Restaurant, das Heidelberg heißt. Der erste Besitzer, die haben dieses Restaurant das Vaterland genannt. Aber wegen des Krieges, die mussten das wechseln. Und da ist es eben zum Heidelberg geworden. Ist ja mindestens genauso schön hier wie der Namensgeber. Ich will herausfinden, ob es auch Deutsche hierher zieht. Wer sind Sie? My name is Dan. Ich bin Dan. Ich bin aus Brooklyn. Eigentlich komme ich aber aus South Dakota. Und tja, jetzt bin ich hier und trinke Bier am helllichten Tag. Okay, anscheinend lockt das deutsche Bier auch Amerikaner hierher. Aber wissen die zumindest etwas über Heidelberg? Würden Sie mal raten, wo Heidelberg liegt? Wie wäre es mit der Mitte von Deutschland? Fast. Vielleicht in der nördlichen Mitte? Ja, etwas weiter unten. Südliche Mitte Deutschlands? Ja, jetzt noch ein bisschen in den Westen. Ein bisschen westliches Süddeutschland? Ja, das kann man schon so sagen. Südwestdeutschland, also der südwestliche Teil Deutschlands. Also wenn ich jetzt eine kurze Pause mache, dann könnt ihr das einfach so schneiden, als hätte ich das direkt richtig gesagt. Nix da. Die ungeschönte Wahrheit ist dann wohl doch, dass Dan keine Ahnung von unserer Region hat. Na, vielleicht kommt er ja im Sommer auch mal nach Deutschland. Für mich geht es auf jeden Fall wieder dorthin zurück. Aber ich bin wirklich überrascht, wie viel Deutschland und speziell Metropolregion ich doch in New York gefunden habe. Und dann fällt mir noch etwas auf, das die ganze Zeit vor unserer Nase war. Ron ist ein Teil von New York und zwar buchstäblich. Rondtour präsentiert von Aleco. Alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco. Beim Wetter gibt es ja momentan wirklich gar nichts zu meckern. Wollen wir mal hoffen, dass uns das tolle Wetter auch am Wochenende, das jetzt vor der Tür steht, noch erhalten bleibt. Hier sind die Aussichten.
Das Wetter zeigte sich heute wieder von seiner allerschönsten Seite. Dementsprechend gut besucht war der Schwetzinger Schlosspark, in dem die japanischen Zierkirschen zurzeit in voller Blüte stehen. Wer bis jetzt noch keine Gelegenheit dazu hatte, kann das am Wochenende nachholen. Ein Ende des sonnigen Wetters ist nämlich vorerst nicht in Sicht. So beginnt der Samstag bereits strahlend schön, auch später bilden sich, wenn überhaupt, nur einzelne harmlose Quellwolken. Beste Ausflugsbedingungen also und auch einem langen Grilltag steht nichts im Wege. Sie erreichen verbreitet angenehme warme 19 bis 21 Grad. Abends sind immerhin noch um 14 Grad drin. Nicht mehr ganz so strahlend schön, aber weiterhin sehr sonnig, trocken und frühlingshaft warm geht es am Sonntag und am Montag weiter. Danach bekommt der Frühling allerdings vorübergehend einen Dämpfer. Von Westen ziehen dichtere Wolken und Schauer heran. Dazu wird es schrittweise kühler. Ja, und in Sonnenfarbe sind wir zwei auf jeden Fall schon mal angezogen. Absolut. Das passt soweit. Aber man kann ja auch wirklich echt viele coole Sachen unternehmen, wenn das Wetter so schön ist, ne? Ja, vielleicht mal das erste Eis essen. Oh ja. Wir haben die Mannheimer mal gefragt, was die vorhaben. Das Wetter finde ich heute sensationell schön. Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen so bleibt und dass wir wieder einen super schönen Sommer haben, so wie letztes Jahr. Findest du das Wetter? Super schön. Was machen Sie am Wochenende? Ich gehe morgen wahrscheinlich mit ein paar Freunden draußen Sport machen. Und in den Tierpark fahren, entweder nach Karlsruhe oder nach Worms. Und am Samstag werden wir dann das Technikmuseum in Speyer besuchen. Ja, ich würde gerne an den Rheinstrand hier in Mannheim. Geburtstag feiern. Wer hat Geburtstag? Prinzessin. Ja, wir schauen uns Mannheim an, gehen morgen noch auf eine Show vom Silbereisen und dann schauen wir weiter. Ja, da war doch auf jeden Fall für jeden, glaube ich, das Richtige dabei. Ich glaube, ich bleibe beim Eis, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber wir haben noch eine Sache für Sie. Blitzer sind ja eigentlich ziemlich ärgerlich, aber das ist mal eine richtig gute Aktion. Das ist eine richtig gute Aktion, die zeigen wir Ihnen mal. Ich hoffe, man sieht sie genau. Hier steht so ein Blitzer, den Sie wahrscheinlich jetzt auch aus dem Straßenverkehr kennen. Und eine Metzgerei hat das jetzt hier mal aufgegriffen. Ja, wir sehen es leider kleine, noch. Doch, wir sehen es jetzt. Ja. Eine kleine Werbeaktion gemacht. Und zwar, wenn man diesen Blitzer sieht, dann kann man auch direkt an die Blitzaktion denken. Fleischbällchen, Fleischkäsebrötchen gibt's. Fleischkäsebrötchen gibt's. Naja, warum nicht, ne? Wer es mag, magst du's? Nee. Ich bin ja Vegetarier. Ja gut, das ist mit Fleischkäse ein bisschen schwierig. Insofern, ich konzentriere mich aufs Eis am Wochenende. Das ist eine gute Idee. Und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Denn am Montag konzentrieren wir uns wieder auf Sie. Genau. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende.